Wir starten nun in die Kinematik der Rotationsbewegung. Aufgrund einer Leistungszunahme dreht der Motor M hier die Welle A mit der Winkelbeschleunigung Alpha von Theta an. Die Anfangswinkelgeschwindigkeit Omega 0 ist gegeben und es ist die Winkelgeschwindigkeit des Zahnrades B nach einer Winkeldrehung Delta Theta zu bestimmen. Wie lautet denn die zeitfreie Gleichung für die reine Rotation? Alpha d Theta, ja, ist Omega d Omega. Genau, kommt aus Omega ist d Theta nach dt und Alpha ist d Omega nach dt und dann wieder die dt's gleichsetzen, genauso wie bei der Translation. Das heißt, wir machen wieder das Gleiche wie letztes Mal, nämlich beide Seiten einfach integrieren. Ich drehe nur die beiden Seiten um, integriere ein Omega d Omega von Omega 0 bis, ja, nennen wir es Omega und nennen wir das da drinnen wieder Tilde, dann ist das Omega zum Zeitpunkt Theta. Und auf der anderen Seite ein Alpha d Theta, wobei das Alpha gegeben ist da oben als Funktion von Theta, das muss man natürlich wieder berücksichtigen, weil wir ja über Theta integrieren. Also ist Alpha Funktion von Theta und nicht nur konstant. Von 0 bis zu dem Winkel, bis zur Winkeländerung Delta Theta, das sind diese 10 Umdrehungen. Einfach eingesetzt. B Theta Quadrat d Theta. Linke Seite ausgewertet liefert Omega Quadrat halbe zwischen Omega 0 und Omega. Und die rechte Seite ausgewertet liefert diesen Faktor B Theta der dritten Drittel zwischen 0 und Delta Theta, also ein Omega Quadrat halbe minus Omega 0 Quadrat halbe ist gleich B mal Delta Theta zur dritten Drittel. Und damit ist unser Omega Wurzel aus dem Startwert Omega 0 Quadrat plus 2b Drittel Delta Theta zur dritten Wurzel draus. Eingesetzt ergibt sich da mit meinen gegebenen Zahlenwerten 111,45 pro Sekunde. Ja, und die zweite Frage ist die Winkelgeschwindigkeit dann des Zahnrades B. Also jetzt haben wir mal die Winkelgeschwindigkeit in A, weil, wenn man da reinzoomt, das alles passiert ja jetzt hier auf der Welle A und die Welle B ist die angetriebene und dann muss man entsprechend über das Übersetzungsverhältnis umrechnen auf die Welle B. Dann erst kennt man die Winkelgeschwindigkeit in B. Wie geht das jetzt? Wie rechnet man um? Die Prämisse sozusagen ist, die Arbeitshypothese, die Geschwindigkeit der Punkte an den Zahnrädern, die sich treffen, muss die gleiche sein. Weil sonst hat man entweder irgendwie einen Schlupf oder irgendeine Belastung auf die Zahnräder, die man da nicht mitnimmt. Das ist unsere Idealisierung und aus dem folgt genau, wenn die Geschwindigkeit von der einen Seite berechnet wird über die Winkelgeschwindigkeit, dann muss die gleich sein der von der anderen Seite. Das ist also die Übersetzung. Das Omega A mal Radius Zahnrad A das gleiche sein muss Omega B mal dem Radius im Zahnrad B und damit ist die Winkelgeschwindigkeit des Zahnrades B der Radius von A dividiert durch den Radius von B, das ist das Übersetzungsverhältnis mal Winkelgeschwindigkeit A. Und für die gegebenen Radien hier kommt dann eine Winkelgeschwindigkeit in B von 22,3 Sekunden hoch minus 1 raus. Klarerweise dreht das größere Zahnrad winkelgeschwindigkeitsmäßig langsamer, sonst würde das ja nicht zusammenpassen, haben Sie einen größeren Radius.